Wir sind hier Harz, westlich der Ortschaft Emmersacker und blicken das Laugnertal entlang Richtung Welden und sind eigentlich mitten im Herzen der Fuggerschen Stiftungsforsten. Vor uns, sowohl links als auch rechts, ist Fuggerscher Stiftungswald. Auch ein Teil dieser landwirtschaftlichen Flächen, dieser Südhang bis unten zum Talfuß, gehört den Stiftungen. Und hier befinden wir uns in einer Streuobstwiese, die als ökologische Ausgleichsmaßnahme zusammen mit dem Straßenbauamt auf Stiftungsgrund umgesetzt wurde. Der Stiftungsbesitz war ursprünglich im Jahre 1660, als das Stiftungsbesitz wurde, umfasste ungefähr 1350 Hektar, umgerechnet in heutige Flächengrößen. Und vor allem im 19., im 20. Jahrhundert und auch jetzt immer wieder kaufen wir Flächen zu. Der Stiftungsbesitz umfasst jetzt knapp 3200 Hektar. Wir können nachhaltig, ohne dass wir die Substanz schädigen, rund 31.000 Kubikmeter Holz pro Jahr einschlagen, in Form von Fichten, Stammholz, Industrieholz, Brennholz und Laubstammholz, um den Finanzbedarf der Fuggerschen Stiftungen einigermaßen abzudecken. Wir sind hier im Garten des Stiftungsforstamtes in Laugnau. Der Besitz hier, Haus und Garten, gehören seit 1613 und die Wälder natürlich den Fuggern. Und 1660 wurde dieser Besitz Stiftungseigentum. Hier in diesem Forstamt, man könnte es auch als Dornröschen-Forstamt bezeichnen, das ist die Seele dieses Fuggerschen Stiftungswaldes. Hier wird gelenkt und geleitet, hier wird Holz verkauft, wie es notwendig ist, dass wir hier die Dinge voranbringen. Nach dem Motto, hier kocht der Chef. Ich bin jetzt schon im 31. Dienstjahr hier, bin 1988 am 2. Mai in den Dienst der Stiftung getreten. Und seitdem leite ich die Geschicke dieses Waldes. Macht viel Spaß, aber ist manchmal nicht nur ein 40-Stunden-Tag, sondern es geht weit darüber hinaus.